Okay, dann mal los. Bam, 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 zu Philippa. Ich warne dich. Ja, ich warne dich auch. Wir machen erstmal die Kerze aus, dann sieht keiner, wie wir uns wegteleportieren. Das zählt bestimmt auch unter Hexerei in dieser Welt. Wo muss ich denn hin? Hier ist noch eine Quest. Da ist auch noch eine. Okay, erstmal zu Philippa. Philippa Eilhardt. Ich helfe nur. Ich weiß jetzt schon, dass ich Philippa helfe, weil die Hexenjäger sind halt einfach Kacke. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Keine Ahnung. Aber die Frage habe ich schon mal beantwortet. Ja, so querfällt ein da lang irgendwie. Gleich stoße ich wieder auf irgendwelche miesen, abstößigen Kackmonster und die latten mich voll um. Oh. Ich glaube, hier bin ich richtig. Einfach mal vom Pferd fallen. Geh sofort wieder rein! Aber du! Scheiße! Pappe, bevor mir der Geduldsfaden reißt! Wir haben die Verletzten rausgeholt. Eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Das ist mir egal! Wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen und das machen wir auch! Hallo! Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Wieso kennt mich kein Schwein in dieser Welt? Weißt du, man ist die Berühmtheit und jeder Dritte. Oh, du bist ein Hexer. Und wenn es zu einer irgendeiner Quest gibt, vor allem bei den Hexenjägern. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Das klingt ja sehr begeistert. Was habt ihr bisher herausgefunden? Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Na und? Gib mal her. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Leck mich am Arsch, Penner. Tschüss. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ach, ich glaube, ich überlebe das. Bis jetzt sehe ich hier noch keine Fallen. Ich kann ja mal einfach aus Lux und Dollerei. Ich habe doch noch eine Fackel gehabt, oder? Habe ich dann bestimmt schon wieder verscherbelt, ne? Ja, super. Okay, brauche ich ja sowieso nicht. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ja, da. Hier fehlt eine Kachel. Es hieß ja, es gibt hier Unmengen Fallen. Die haben ja die ganze Zeit rumgeheult. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Ja, stimmt. Philippa ist ja diejenige, die sich immer in eine Eule verwandelt, alle 5 Meter. Ich trinke mal eine Katze, weil ich sehe. Naja, man sieht schon genug, aber irgendwie nicht so gut. Da unten sieht es so aus, als ob man ziemlich tot ist, wenn man da runterspringt. Also lassen wir das mal. Portale, großartig.
Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich. Nö. Ich wollte sagen, komm mal irgendwo raus. Nur nicht da, wo man gerne hin wollte. Oh, Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Longu, brauchte ich das nicht für irgendein alchemistisches Gedöns? Alchemie. Okay, scheinbar fehlt immer noch irgendwas. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Also ein Stück Philippa. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte. Komm schon. Brauche ich für irgendwas doch Neckargehörner. So, kurz speichern. Verdammt. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ja, und welches? Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Aber darunter komme ich doch bestimmt irgendwie. Nur nicht jetzt gerade. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte. Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Oder er sucht nicht mal deine Leiche. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Ich bring dich hier raus. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Dann bist du tot. Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Gib mir den Kristall. Nur über meine Leiche. Du hast es nicht anders gewollt. Alles. Machen wir es schnell, schneller oder vielleicht schmerzhaft. Ich will ihn lebendig. Verdammter Mutant! Bringt ihr es zu Ende. In Ordnung. Das reicht. Ich gebe dir den verdammten Kristall. Geh mir aus dem Weg. Penner. Ich weiß schon, warum ich die nicht mag. Liebesbriefe. Noch eine Feder. Ich bezweifle. Liebesbriefe? Bla.
Okay, Liebesbrief ist scheinbar irgendwie nicht. Einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Gut, und jetzt aktivieren. Auch nur einer mehr als letztes Mal. Das muss ihr Labor gewesen sein. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Kann man hier runter? Na, sieht ein bisschen tief aus, oder? Ja, ein bisschen tief. Aber hier kann man doch noch viel weniger runter, oder? Ne, hier ist man einfach nur tot. Ja, dann da runter. Ein Tunnel. Wo er wohl hinführt? Ja, in die Wohnung von die Neckars. Was ist das für eine Frage? Oh, Hexenjäger, ein Toter. Da führt er hin. Der Kraftspeicher. Lass mich doch in Ruhe, ihr Neckerns. Und gebt mir euer Blut und alles, was ihr sonst noch dabei in und noch Schönes habt. Was mir helfen kann. Hier ist sonst nichts. Okay. Ciao, ciao. Ein Tunnel. Hä, bin ich blöd? Achso, ich kam von da oben. Da komm ich da wieder hin? Jo. Okay. Also, Kraftspeicher wieder rein. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Zum Glück nicht der Welt. Weil das wäre dann irgendwen, den Nilfgaard sucht, wahrscheinlich eher, als dass den Redanien sucht. Axi, Jürgen, Quen schon mal vorbereiten. Rein. Das muss die unterste Ebene sein. Wie kommt hier der tote Hexenjäger hin, ganz ehrlich? Wenn ich darauf einen Windzauber mache, fliegt das Zeug dann weg. Beziehungsweise mir um die Ohren. Gibt es hier noch irgendwie so Neckarkönigin oder so ein Käse? Ja, es fliegt weg. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay. Allein weil es hier so klack, 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 klack macht die ganze Zeit. Ifrit! Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Haben wir hier nicht irgendwas Cooles im Sonderangebot? Macht die Fähigkeiten weniger. Zerstört und blendet. Verbraucht keine Ausrufe in den Schaden, erhöht die restliche Kampf, bla.
trinken mal einen Donner, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was hilft denn hiervon? Bride. Ja, was auch immer das ist. Das ist auf jeden Fall nicht mein Freund. Bist du denn das? Wahnsinn, du hässliches Viech. Roll, 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 Geralt. Okay, es ist vielleicht keine Neckenkönigin, aber das riesige Monsterviech hat gereicht, auf jeden Fall. Gibt's hier noch irgendwas Cooles in dieser fetten Höhle? Jo, ein Weg nach unten. Mit einer Kiste. Ich weiß noch nicht, ob ich hier noch irgendwas Cooles finde. Bisschen Gedöns. Da sind so Sachen in Orten, wo man nur höchstwahrscheinlich niemals wieder mehr hinkommt. Es ist schlau, einfach alles durchzuwühlen. Einfach alles mitnehmen. Jo. Dann trinken wir mal noch so einen schönen Heiltrank. Und gehen durch die Tür am Ende des Ganges. Des Tunnels. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Wieso ist das hier so im Arsch? Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Vielleicht wollte sie sich ihre Augen wieder irgendwie zurückorganisieren. Was hältst du von der Theorie, Geralt? Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Eine Vase? Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Vielleicht war das Megaskop, was ich sabotiert hat und sie hat sich hier hingebeamt und dabei hat sie die Hälfte von dem Laden hier in die Luft gesprengt. Boah, nee, das kann nicht sein. Bis dahin hätte sie wieder aufgeräumt gehabt. Okay. Wo ist hier denn noch was? Philippas Unterkunft. Ich sehe nichts mehr, was rot leuchtet. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Ausgang. Mit ein bisschen Glück, ne. Stiefel. Einfach den Weg zurück ist ja langweilig. Oh, vielleicht kann man hier das Licht anmachen.
Ne, das hier ist kein Portal, ne? Schade. Jo, dann gehen wir einfach hier zurück. Nein, nicht da gleich wieder rein. Da lang weiter. Hier raus. Da hoch. Nach da rechts. Hier wieder raus. Hochgerannt zu den Hexenjägern, oder? Ja, mittlerweile müsste ich so weit oben sein. Waren jetzt nicht gerade die allerstärksten. Das Portal und Spatzen. Du lebst noch? War ja auch nicht schwer. Hast du was gefunden? Hoffen. Nein, nichts. Ein Megaskopkristall, es geht dich nichts an. Nur auf den Schrott. Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Das ist die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Ihr Jäger seid immer so misstrauisch. Und das nicht ohne Grund. Schnappt ihn! Schneller, dann bist du oder dran. Keine Sorge. Ich bin lebendig. Lebendig. Lasst euch nicht zurückdrängen! Mistgeburt! Hast du gelogen? Nur ein Hexer. Genau, ihr ausgerechnet solltet wissen, dass Hexer nicht dieses Nur sind, von dem ihr immer so gerne redet. Ihr seid doch diejenigen, die sich... Pass auf, er wirbelt! Ihr seid doch diejenigen, die sich dafür eingeschworen haben, genau solche wie mich umzuklatschen. Vorsicht! Idioten. Die Miriam fesseln. Fesseln zum Fesseln in der Hexe. Ach ja, da ist der Ausgang. Tschüss. So. Sprich mit Triss. Nein, vorher möchte ich noch... beim Hügel treffen. Das kann von hier aus auch nicht so ultra weit weg sein. Okay, vielleicht ist am anderen Ende der Landkarte, aber... Okay. Ja, Entschuldigung, Pferdchen, aber ich brauch dich doch nicht. Weil ich kann von hier genau bis zum nächsten Auftragsort reisen. Der zwar irgendwo hier in Timbuktu ist. Aber gut. Der Baum, der Trailerbaum. Nennen wir einfach den Trailerbaum. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst, was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürche! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Odin! Geralt, wir müssen helfen. Komm mit! Aber ich mag die Nilfgaarder. Eigentlich. Axi Igni Quen.
Warte eine Sekunde. Rennen, sprinten, ob das sich auch wieder auffüllt? Wo ist denn hier die... So, jetzt dürfte Rennen, Springen und Sprinten und so keine Nachteile mehr haben. Wie soll ich denn Wes retten, bitte? Tu wie ein Igloi! Es war ein Nee! Wes lebt noch. Aber ich bin tot. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Umgebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Idiotin! Geralt, wir müssen helfen. Komm mit! Okay, selbe Technik wie eben. Schlechte Idee. In Affen! Geralt, steig mal ab. Würdet ihr bitte das Mädel in Ruhe lassen? Wes, bist du völlig übergeschnappt? Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fren! Noch einer. Noch einer. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Emhyr weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Töte ihn, Roche. Ich will keinen Ärger. Dann kann ich auch... Dem kann ich kaum widersprechen. Ich will keinen Ärger. Ich mag Emhyr. Emhyr soll auf meiner Seite sein.
Ach, Alter, das ist jetzt kompliziert ein bisschen. Töte ihn, Roche. Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Krieg ich Ärger, wenn ich da einmal mithelfe? Eigentlich hält Geralt sich... Ach, ich finde das gut. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder! Verpiss dich. Morang Teng. Nee, es der Mada war. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Ach, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Das kommt mir jetzt so ein bisschen vor... wie das Sammeln von Verbündeten in Gothic für die Endkämpfe. Irgendwie, weil man kann irgendwie Leto bei sich in die... Hütte, ins Team irgendwie aufnehmen... Man kann den und den irgendwie ins Team aufnehmen, also nach Kaer Morhen schicken. Er bietet einem die Hilfe an. Und am Ende braucht man bestimmt irgendwie... Geralt, wir müssen Leute zusammen trommeln, um irgendwie die wilde Jagd zu besiegen. Such jeden, den du findest. Und dann hast du da deinen... Hast du Leto, der dir hilft. Und Roche und... Ja, eine Kikaira habe ich jetzt weggeschickt. Aber... Irgendwie so kommt einem das vor, finde ich, gerade. Und wenn man dann irgendwie ganz viele hat, dann kann man so Sachen, kann man sagen, ja, wir retten Ciri, so, 10 machen das und 5 dies und irgendwer macht noch was. Und dann schafft man das. Und wenn man halt keine Freunde hat, dann ist die Endmission viel komplizierter und es sterben alle oder irgendwie sowas. Aber das wäre viel zu stumpf und einfach. Noch mehr Schrott wegschmeißen? Ja, so ist okay. Die wilde Jagd holt sie alle. Nein, nicht alle. Aber viele. Ah, ich kann mal hier Teufelsgrube. Bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Ist nur die wilde Jagd. Außerdem hat die gerade Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Kinder von Bauern zu klauen. Die Jagd. Das Kind von Geralt. Schrägstrich. Das Kind von Emir. Schrägstrich. Das Kind von Jennifer. Schrägstrich. Die Schwester von Triss. Schrägstrich. Eine der doch relativ bis ziemlich starken Magierinnen. Die sich gut selber wehren kann eigentlich. Also ich glaube nicht, dass die wilde Jagd das so easy going macht. Die wird da nicht einfach reingehen und sagen, hey, cool, wir machen die jetzt alle kaputt. Das können die bei anderen Sachen, aber dabei könnte das kompliziert werden. Oh, kann ich meine Samus eigentlich verbessern? Quest, Charaktere... Inventar, Weltkarte, Quest. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Katesha? Okay. Öl. Ja, machen wir. Brauchen wir zwar nie, aber... Schaden wird es bestimmt nicht. Donner. Was fehlt mir hierfür? Pusteblume. Kirschlikör. Oh, das war das, wo ich ganz am Anfang einmal kurz reingegangen bin.
Nur um dann heftig aufs Maul zu kriegen von den Kollegen, die hier gewohnt haben, von den Gangstern. Vierte Merien! Reißt ihm die Eier ab! Dann komm mal hier hin. Stufe 9? Das waren nicht die Typen, die waren doch, hatten einen Totenkopf. Sechser! Dein Arsch gehört mich! Okay, vielleicht waren das doch die Typen, aber irgendwie war ich. Ich war doch nicht erst Stufe, was weiß ich, 3 gefühlt, als ich hier ankam. Toll. Naja, du bist tot, bevor der Rest hier ist, höchstwahrscheinlich. So, zack, zack. Schema, Scherbenschwert. Schade. Die brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Mal eben so eine Grube von Banditen platt gemacht. Ich dachte, vielleicht kommen jetzt hier wieder neue Leute hin. Manchmal ist das ja so. Weil wenn man irgendwo was befreit, dass dann neue Einwohner wieder hinkommen. Aber hier scheinbar nicht. Schade. Es wäre jetzt ganz cool gewesen, hier noch ein neues Dorf zu haben dadurch. Hier ist wirklich keiner mehr, ne? Nö. Okay. Ciao, ciao. So. Dann gehen wir zur St. Georgsbrücke. Nebenquest. Lasst mich durch! Vorsicht. Ich will Karten spielen.